Hallo liebe FSV-Fans, Max Jansen hier, neu beim FSV Zwickau jetzt. Ich freue mich, bald hoffentlich wieder vor voller Hütte hier auflaufen zu dürfen. Ja, wir hatten schon vor einigen Wochen Kontakt zum Verein, zu den Verantwortlichen. Und letztendlich hatte ich ein sehr, sehr gutes Gefühl bei der Sache. Gute Gespräche mit Toni Wachsmuth und dem Trainer natürlich auch. Und einfach ein gutes Gefühl bei der Sache. Und ich glaube, darauf kommt es in allererster Linie auch an. Max Jansen ist auf dem Platz ein absoluter Teamplayer und ein absoluter Kämpfer. Und ich glaube, genau das wollen die Leute auch hier sehen. Leidenschaft für den Fußball und Aufopferung für den Verein. Ich komme natürlich jetzt zu einem späten Zeitpunkt der Saison. Ein paar Spiele sind schon gespielt. Ich glaube, es gilt jetzt einfach, sich schnell zu integrieren, schnell wieder Match-Fitness aufzubauen und mit dem Trainerteam zusammen einfach daran zu arbeiten, dass ich schnellstmöglich der Mannschaft weiterhelfen kann. Spiele hier in Zwickau habe ich auf der Bank gesessen, haben wir auch verloren. Aber ich hoffe, es geht so weiter. Die Punkte müssen auf jeden Fall in Zwickau auch zukünftig bleiben, ne? Die Innenstadt habe ich schon ein bisschen gesehen. Ich wohne momentan noch im Hotel, bin auf der Wohnungssuche. Ich glaube, die Jungs werden mir das ein oder andere zeigen hier in Zwickau. Und ich freue mich einfach drauf. Ich würde mich als absoluten Familienmensch bezeichnen. Bin natürlich jetzt ein bisschen weiter weg von meiner Family. Meine Freundin wird aber zum Glück auch nach Zwickau mit mir ziehen. Ich freue mich einfach auf die Zeit, die gemeinsame Zeit auch mit ihr hier in Zwickau. Und jetzt gilt es halt, möglichst schnell anzukommen. Wir sehen uns auf jeden Fall im Stadion.